Günter Polder. Thema aktuelle Chancen und Potenziale in der Digitalisierung. Die Kollegin Hahn hat es eh schon angesprochen, es ist ja schon eine längere Zeit, das Fit für die Zukunft. Es war genug Zeit, etwas zu tun. Sie haben es eh angesprochen, Sie haben es schon erkannt, dass viele Jahre hier schon verloren gegangen sind. Gerade für den Wirtschaft- und Innovationsstandort Österreich ist es notwendig, hier rasch den Netzausbau voranzutreiben. Und auch für jeden einzelnen Bürger, gerade im ländlichen Bereich, hat auch der Kollege schon angesprochen, ist es unbedingt notwendig. Aber wichtig ist auch, dass das Geld auch ankommt, vor allem an die Gemeinden, die also für die Umsetzung dann verantwortlich sind. Eine solche Entwicklung ist nicht nur oder bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Es wird immer schon heiß diskutiert, der gläserne Mensch, der Digitalisierung, also eine 24-Stunden-Überwachung möglich ist. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass die Menschen draußen da kein Vertrauen haben. Wenn man es die letzten 3 Jahren, diese Arbeit der Bundesregierung sieht, dann kann man es gut nachvollziehen, dass kein Vertrauen in der Regierung mehr vorhanden ist. Immer mehr Informationen sind über das Internet von uns allen tagtäglich herunterzuladen. Es ist theoretisch möglich, jetzt schon Schritt und Tritt von jedem Einzelnen zu überwachen. Und die Privatsphäre geht immer mehr verloren. Immer mehr Informationen von Kontaktdaten, Fotos, Bilder, aber vor allem auch Gesundheitsinformationen kommen immer wieder in den Umlauf. Und daher warne ich auch von der künstlichen Intelligenzpläne von Ihnen, Herr Staatssekretär. Sie plädieren für eine Zulassung von KI-Anwendungen durch eine nationale Zulassungsbehörde. Der Wunsch nach einer Genehmigung von Algorithmen durch eine nationale Behörde ist von meiner Sicht schon fast eine gefährliche Drohung. Es könne nicht sein, dass dann ein Wahrheitsministerium hier vielleicht eine Einstufung vornimmt und Dinge vom Internet herausnimmt. Für diese Verwendung von der künstlichen Intelligenz braucht es klare rechtliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig müsse das Bewusstsein für die Risiken bei der Anwendung von Digitalisierungen oder der künstlichen Intelligenz bei allen, vor allem einerseits bei der Jugend und den Senioren, geschärft werden. Am Ende muss die Verantwortung aber beim Letztverbraucher, jener Person liegen, die diese Programme auch anwendet. Eine Abwälzung der Verantwortung an Maschinen dürfe nicht passieren. Geschätzte Damen und Herren, digitale Lösungen werden angenommen, wenn sie einerseits echten Nutzen für den Menschen bietet und vor allem, wenn die Menschen vertrauen, auch in den Datenschutz und Datensicherheit haben. Niemand weiß so genau, welche Informationen gerade im Gesundheitsbereich eigentlich wo und zu welchem Zweck gespeichert werden und vor allem, wer darauf Zugriff hat. Geschätzte Damen und Herren, ja, die Digitalisierungsangebote werden in Österreich angenommen. Aktuell nutzen mehr als 1 Million Österreicher das ID Austria. Aber vergessen Sie bitte nicht, die ältere Generation mitzunehmen. Die Pandemie hat die Digitalisierung rasant vorangetrieben. Das lässt vor allem ältere Menschen außen vor, sogar bei den einfachsten Dingen des Alltags. Der Protest wächst, denn es fehlt an der guten Strategie. Wer ins Museum oder ins Kino oder ins Stadion gehen will, braucht unbedingt ein Smartphone, einen Internetzugang, überhaupt reinzukommen. Gleiches gilt immer mehr bei Behördenkontakten oder einen Heizkostenzuschuss beantragt, der was nur mehr über Internet geht. Und da kann man zwar dann auf die Gemeinden hinweisen, die unterstützen das, aber Faktum ist, ältere Personen oder die, was halt keine Möglichkeit haben, ist es ihnen verwehrt und für sie verzichten daher. Ja, daher muss es auch neben dem digital auch immer analog alles abrufbar oder möglich sein zu durchführen. Die Sorge über die Sicherheit der eigenen Daten sowie das Risiken von Cyberattacken oder Datenverlust wurde bereits angesprochen. Viele Österreicher machen sich große Sorgen an einem Überwachungssystem, das jedes Individuum rund um die Uhr überwacht. Wir werden genau darauf schauen, was Sie, die Bundesregierung und die EU vorhaben und tun. Ob es die biometrische Überwachung ist, die Emotionserkennung oder die Einführung des digitalen Euros und damit Abschaffung des Bargeldes. Wir werden dagegen kämpfen, an der Seite der österreichischen Bevölkerung.
Die Zulassung von KI-Einsätzen durch eine nationale Zulassungsbehörde sei gefährlich, so Günter Bröller von der FPÖ Oberösterreich.